Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Und ja, Sparta ist schon relativ ordentlich. Also wir haben jetzt ein bisschen Trouble um im Norden. Dann gegen die Lusitaner. Und dann gegen Rom noch. Aber an sich passt das. Gut, was nicht so gut ist, ist, dass Sparta hungert. They suffer. Gut. Ja, das ist nicht ganz so ordentlich. Da müssen wir mal schauen, was wir da machen. Also momentan, ja. Puh, also momentan müssen wir schauen, dass wir, also genau, hier bauen wir zweimal eine, hier können wir nochmal das bauen. Wir müssen halt ja jetzt irgendwelche Provinzen umbauen. Also das da kann ich eigentlich komplett umbauen. Komplett in eine Nahrungsmittelprovinz. Den da mache ich. Ja, kann ich noch nicht. Okay. Gut, aber was sonst noch los ist, eigentlich nicht viel. Ich muss jetzt schauen, dass ich wieder an Nahrung komme. Weil große Schlachten kann ich jetzt nicht schlagen. Also, okay, der könnte einfach weiter nach Memphis gehen. Weil hier ist ja sowieso niemand. Und das gibt uns sehr viel Nahrung. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal extrem wichtig. Haben wir nicht mehr ganz so viele Miese. Du gehst nach Hause. Oder nach Hause, also in Avila. Aha. Gut. Bekommst Verstärkerrate oder Nacht. Erstmal, ja, Verstärkungsrate. Das ist, glaube ich, jetzt noch am wichtigsten. Stimmt, hier ist sind die Rebellen. Ja. Hier müssen wir dann auch irgendwann einpacken. Du bleibst da. Bleibt auch nichts anderes übrig. Dann schauen wir mal die 300. Ah genau, die haben was bekommen, das ist gut. Und zwar hier natürlich Dreiervorbild. Ja, 52, hat aber nur 76 Gravitas. Und er ist ein Feind. Ach, das ist doch doof. Oh, wieso? Plus 3 Loyalität von Jünger von Ares. Minus 30. Ist doch ein Vogel, ganz ehrlich. 18, ich kann auch nicht heiraten. Du bist doch ein Vogel. Gut, dann töte ich dich mal. Nächste Runde. Selber schuld. Wer mit meiner Familie bricht, der hat selber schuld, dass er dann aus Versehen stirbt. So. Ja. Gestern war Donnerstag. Da haben wir eine wunderbare Session gemacht, auch in Twitch. Und hat richtig Spaß gemacht. Also wir haben wieder sehr viel über
auch rumdiskutiert über die Formationen und auch historisch gesehen, was da alles passiert ist. Da kam dann auch die Frage, was jetzt, also wegen den Hadrianswall und den Sachsen, wo die Sachsen angegriffen haben. Und da werde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen mich informieren, weil die Rom-Kampagne ist schon ein Weilchen her. Angreift ihr die? Und da weiß ich natürlich nicht mehr alles. So genau. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, ja, wir haben wieder positiv. Wenn ihr Bock drauf habt, mit mir zu zocken, also jetzt, ja, einfach mit mir zu quatschen auch, dann kommt doch mal bei meinem Twitch-Account vorbei. Da heiße ich Thorn unterstrich LP. Und also ist auch in der Videobeschreibung. Und das wäre ja, wär super lustig. Auch weil ich da sehr gut auf eure Fragen eingehen kann. Also wenn ihr irgendwie Probleme habt mit Rome oder Fragen habt, wie irgendwas, wie was geht, dann einfach ja, im Chat fragen. Und ja, momentan ist es einfach, sage ich mal, da zu antworten, weil wir noch nicht so sehr viele sind. Okay, hier sind, ja, hier kann ich gar keine Landschaftsgebäude machen. Leider. Aber momentan ist es ja eh wieder positiv. Hier mache ich das da, hier mache ich Essen. Öffentliche Ordnung ist gerade egal. Weil ich baue ja auch den Tempel aus. So, wo sind die anderen? Irgendwo war. Ja, hier. Einmal hier und einmal da. Das brauche ich dann nicht. Okay, ich glaube, das war's dann. Gut. Ja, jetzt muss ich ja wieder ein bisschen warten, bis die. Wobei, ich kann nicht hier runter gegen die Rebellen in Anführungsstrich schicken. Die müssen jetzt noch ein bisschen warten. 4 Runden, das ist ein bisschen heftig. Du musst wie lange warten? Wahrscheinlich auch so 5 Runden. Du musst nicht ganz so viel warten, weil du hier dein Essen herbekommen hast. So, das ist schon mal gut. Du gehörst noch zu mir. Ja, du gehörst noch zu mir. Das ist wunderbar. Kommst du hier? Wo bist du? Du bist da. Aber das Problem bei dem ist halt vor allem das da. Vorbild ist plus 2 Macht pro Runde für eure politische Partei. Und plus 3 Gravitas pro Runde. Das ist halt, ja, dadurch wird er halt sehr viel stärker. Und bisschen nerviger, aber den versuche ich mal hier zu töten. Aber ich weiß nicht, ob die Garnisonsarmee hier, das ist eine 6er Garnisonsarmee, ob die den wirklich töten kann. Wobei der ist fast tot. Also glaube ich, das wird schon klappen. Also hoffe ich mal. Also ja, das muss eigentlich klappen. Ah, die Armee wollte ich nach hier oben ziehen. Gut, mache ich dann nächste Runde. Die muss also sowieso auch ein bisschen. Nam, 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 wo ist das denn? Ah, der greift bei Nacht an. Das ist eine Stratege. Sehr bemerkenswert. Aber ich werde das nicht verteidigen, weil meine Einheiten sind sehr geringfügig ansprechbar. So, wo ist die nächste Armee? Das ist
Uburitz, ich glaube, ach, da geht die nächste Armee. Ich habe halt kaum jemand getötet von ihm. Ah, das ist schon in Ordnung. Da muss ich jetzt einfach schauen, dass meine Armeen ja so schnell wie möglich wieder Einheiten bekommen. Das ist auf jeden Fall die Hauptintention gerade. So. So, Angriff auf die Verbündeten. Ja, das ist unser Klientelkönigtum. Deswegen werden wir auf jeden Fall auf die Seite meiner Verbündeten gehen. Ist schon immer ziemlich risky, wenn man jemanden angreift, der ein Klientelkönigtum ist von jemand. Wo die Abwesenheit unserer Armeen treiben Banditen ihr Unwesen im Land. Wenn sie nicht unterworfen und ihr Anführer gefangen werden, wird diese Provinz ver. Und welche? Die. Also, so weit entfernt ist meine Armee ja echt nicht. Also, ich weiß nicht, was du meinst. So, dann du gehst mal normal weiter. Ja, das muss ich leider jetzt kämpfen, weil ich will versuchen, meinen General zu töten. Der Mut halt hier weg. Leider, weil der ist ein. Ja, der ist echt gut. Ich meine, oh, das tut so weh. Es tut so weh, den zu töten. Oh Mann, wieso musstest du abtrünnig werden? So dämlich. Ernsthaft. Oh Mann. Gut, das sind spartanische. Okay. Ich werde es so machen. Also, ich werde versuchen, den am Leben zu lassen, aber er wird eins gegen die alle sein. Also, das heißt, er hat alle Skills offen, kann alles machen. Und vor allen Dingen auch das da. Unser General wird angegriffen. Und wenn er das alles überleben würde, oder wird, dann, ja, dann lasse ich ihn am Leben. Aber wieso kommt der auf mich zu? Das ist so dämlich. Geh doch auf den General. Idiot. So, Kraftkonzentration und Loyalität. Macht er jetzt mal so. Wie lange der einfach aushält. Die Männer wanken. Jetzt stirbt er. Unser General ist gefallen. Na, ja, wieder nochmal. Gut. Bastana,
So, naja, schade. Aber, also der General war richtig, richtig Gold wert. Aber... ja. Den konnte ich leider nicht annehmen lassen. Er macht auch selber eure Piken. So, naja. Musste halt sein. Ah, das nervt. Ja, echt ein guter General. Ein richtig, richtig guter. Aber die Gefahr ist halt einfach, wenn so ein General ja, so gut ist. Also der hatte, also wir haben ja vorhin, warte, erstmal, ich wähle mal kurz den da aus, der ist gut. Wir haben ja gerade eben geschaut bei Politik, da hatte der minus 30. Und jetzt hat er minus 60 und der minus 50, also die werden auf jeden Fall auch wieder ja, abtrünnig werden. Und wenn der eben abtrünnig wird, der General hat halt diese ganze Armee und ist noch ein richtig krasser, also ist ja, ein richtig krasser General. Und das konnten wir nicht akzeptieren. So, hier ist das als nächstes. Nahkampfabwehr für alle Einheiten. Nahkampfangriff ist auch wichtig. Geschossschaden ist super. Angriffsbonus ist auch gut. Also, los geht's. Ich gehe hier mal hinten rum. Oh. Ach so. Upsi, Entschuldigung. Entschuldigung, hier sind die Feinde. Das gehört noch dem anderen. Entschuldigung, das war nicht mit Absicht. Aber an sich, ja, wirst du auch bald sterben. Wo war das jetzt? Das war das, okay. Da gehe ich ja jetzt darunter. Und versuche den dann aufzuhalten. Du gehst mal hier hin. Genau. Und dann nächste Runde greife ich hier an, dann ist der, dann kann der nirgendwo mehr hin. Hier, öffentliche Ordnung, Essen, Brunnenanlage, also, ja, Brunnenanlage. Wobei, nee, Wassertank. Ja, nee, ja. Landwirtschaft werde ich hier nicht machen. Ja, also bei Brunnenanlage und Unterhaltung werde ich machen. Dann hellenistisch ist das plus 4. 3, 2, 3, 2, 2, dann machen wir 4. Gut. Dann hier nochmal bessere Fischerei. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Fische, 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 Essen. Ordnung ist egal. Es ist auch total lustig, weil bei der Kampagne in, also die Live-Kampagne, sage ich mal, also die auf Twitch, da habe ich so viel Probleme mit der öffentlichen Ordnung und allgemein mit den Feinden. Aber, also, wir spielen Massilia. Also, Massilia ist schon nicht ganz so einfach, glaube ich. Weil die Lage von Massilia ist halt nicht gerade die beste. Die starten ja hier und haben halt die Avena hier oben, hier Rom und hier die Lusitana. Also, geht auf jeden Fall einfacher. Aber
Genau, das ist ja ein Wurschti. Genau. So. Hier ist nichts Neues. Da unten. Ja. Da ist auch nichts Neues. Gut. Dann weiter geht's. Yes. Sehr gut. Das war sehr viel. Oh, jetzt glittert er runter. Was ist denn los bei den Römern? Die könnten halt einfach mal aufgeben. So, jetzt kommt der nächste Agent. Hat natürlich was geschafft. Und jetzt kommt der General. Und er hat meinen General getötet. Was an sich nicht so schlecht ist. Oder so schlimm. Weil, ja... Ja, dahin ist... Ja, okay. Hauptsache, ja. Ach, und der hat... Okay. Ja, das kann mir... Also, da oben war es gerade nicht so schlimm, weil das nicht mein General ist, also von meiner Familie. Also macht es nicht wirklich was. So. Er hat sehr viel Fernkampf, das ist... An sich hätte ich es nicht versuchen sollen, weil... Fernkampf. Ich stelle mich mal wieder hier auf. Also meine Idee ist, dass er quasi wieder hier einfach reinprescht. Und wenn er irgendwie Dauerfeuer macht, dann hoffe ich, dass er nur auf die geht und nicht auf die da oder die da. Aber das werden wir dann sehen. Unser General wird angegriffen. Okay, hier prescht er schon mal rein, das ist gut. Er schießt er darauf. Er schießt er darauf. Na, no, das ist. Das, so war es gedacht. Ihr sollt aber nicht laufen. Okay, das ist gerade unlucky. Normalerweise gehen die ja hier rein. Ah, jetzt rautet der schon. Das ist natürlich gut. Und jetzt hat er alle umgebracht. Sehr gut. Okay. Die haben natürlich keine Chance dagegen, aber... Ich hoffe, dass die einfach die Plänkler so lange wie möglich beschäftigen. Die geht halt jetzt außen rum, das ist ärgerlich. Das ist... Ja, die haben es sogar geschafft. Super. Los geht's. Okay,
Okay, das ist blöd, dass die jetzt dahin gehen. Warum gehen die dahin? Geschosse warten auf Ziele. Banka, schneide sie in Stücke. Warum gehen die außen? Okay, jetzt charge der auch. Ich muss ja jetzt mich umdrehen und die fokussieren. Leider, leider, leider. Was macht ihr da? Er geht jetzt in den Nahkampf, ne? Nee, doch nicht. Die schweren Blänkler sind natürlich, ja, dagegen sind die beiden Butter. Sehr, sehr ärgerlich. Gefahr ist jetzt, wenn ich hier aufmache, ist, dass er hier rumgeht. Gut, er hat ja noch überlebt. Ihr habt auch überlebt. Komm mal zurück. Macht halt richtig schön Schaden. Also hässlichen Schaden, aber das macht er auf jeden Fall gut. Also die halten auch sehr, sehr lang. Okay, das ist schon mal wichtig. Das ist auch gut, dass er jetzt eher dahin geht. So, schön. Oh, nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Aber sehr gut, dass er nicht hier reingecharged ist, sondern jetzt dahin geht. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Da hätte ich ein Problem. Oh wow. Was macht der denn da? Hä? Wie viele Einheiten hat der denn noch? Autsch. Das ist jetzt nicht so gut. Aber wohin geht der denn? Du gehst mal jetzt zurück und lässt die Piken das Ganze machen. Oder ja, du hältst trotzdem mal. Also die Piken haben sich halt sehr blöd aufgestellt. Jetzt Mann gegen Mann. Ah, meine haben keine Chance. Gut. Also das ist schon mal wichtig hier. Geh jetzt mal ein bisschen zurück. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Lass dich jetzt drehen. Der hat halt nichts verloren. Der hat vier. Nee, der hat nichts verloren. Vier Leute habe ich vorhin, glaube ich, getötet.
Ja, das ist echt ein bisschen blöd jetzt. Ich schau mal kurz, wohin der geht, also welchen Weg er nimmt. Die sich jetzt umgedreht? Ja. Periökische Hopniten! Geschossinfanterie! Zurück! Zurück! Das ist auch gut. Ich hoffe nur, dass er nicht anfängt zu schießen, sondern auch reincharged, weil dann habe ich eine Chance. Anders habe ich keine Chance. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Wieso wankst du jetzt, Junge? Einfach schießen. So, gut. Jetzt haben wir es geschafft. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wie viel Damage die einfach machen. Das ist ja krass. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Gut, du musst jetzt aushalten. Sehr schön. Und sehr schön. Ah, bitte. Du verlierst gegen Lenkler im Nahkampf. Das kann doch nicht sein. Come on. Ich glaube an dich. Du verlierst wirklich gegen Lenkler. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Alter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass die Plänkler so gut sind. Wow. Not bad. Aber ist natürlich jetzt sehr unpraktisch für uns. Aber das, die Stadt hätten wir sowieso nicht verteidigen können gegen die Armee. Also von dem her. Ja. Und der kann das auch nicht verteidigen. Und ja, alles gut. Aber schon bitter, eine Plänkler-Einheit gegen eine Pikiniers-Einheit und die Plänkler-Einheit gewinnt. Dann an sich ist es logisch, aber die hatten halt keine Munition mehr. Naja, okay. Gut, dann sind wir auch schon wieder fertig. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wie gesagt, also jeden Donnerstag spielen wir Rome Total War. Wissen wir ja. Und genau, am nächsten Donnerstag machen wir auch noch was anderes. Und jeden Montag bin ich auch online. Und die Dämonen des Poly... Oh, bla. Ja, das ist der. Genau, und jeden Montag spielen wir eher lustige Spiele. Oder schöne Spiele. Also keine strategischen. So, das meinte ich. Gut, dann ja, bis nächstes Mal. Bye, bye. Hier schön. Karte. Bumm.